Ich bin heute in der Region Villach-Farkassi-Ossiachassi unterwegs und nehme euch mit zu den 5 coolsten Ausflugszielen in der Region. Also dranbleiben lohnt sich. Viel Spaß beim Video! Hi, ich bin die Mona. Wir werden heute gemeinsam den Tag verbringen. Ich freue mich schon voll drauf und wie ihr seht, ich bin schon auf unserem ersten Highlight, den wunderschönen Farkassi. Wir sind heute mit dem Kanu unterwegs und wir paddeln jetzt Richtung Insel. Der Farkassi ist der einzige See, der eine Insel hat, die auch ein Hotel hat. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Hinter mir ist jetzt die Insel von Farkassi, auf der das einzige Inselhotel in Österreich steht. Und da paddeln wir jetzt vorbei und dann geht es Richtung Schilfgürtel. Das war jetzt der Schilfgürtel, der Abfluss von Farkassi. Und der Farkassi hat mit den 3 Zuflüssen, die er hat, eine Regeneration vom Wasser innerhalb von 1,5 Jahren. Deshalb hat der Farkassi diese hervorragende Trinkwasserqualität. Und wir ballen jetzt zurück zum Ausgangspunkt und dann geht's weiter zum nächsten Erlebnis. Ich habe jetzt das Kanu zurückgebracht beim Kajakcenter Farkassi, wo man auch Stand-Up-Paddles oder Kajaks ausleihen kann. Und eigentlich können wir jetzt noch schwimmen gehen, aber wir haben halt noch einiges vor, deswegen geht es jetzt weiter zum nächsten Punkt. Wir sind jetzt da in Villach auf der Traubbrücken und das ist unser 2. Punkt. Wir schauen uns die Stadt an. Kommt mit! Wir sind in der Fußgängerzone in Villach angekommen. Das wird auch das Wohnzimmer genannt. Schlendern ein bisschen. Es gibt ganz viele Cafés, wo man verweilen kann, den Sommer genießen. Und hier findet auch der Kirchtag statt, der Villacher Kirchtag. Ich bin jetzt da herunten an der Drau und genieße die Sonne. Man kann da auch abends den Traubus sich anschauen. Das ist eine Veranstaltung, die gleich wie der Krimi-Trail da in Villach stattfindet. Man kann auch mit dem Kajak oder mit dem Stand-Up-Paddle an der Drau entlang fahren. In der Ferne haben wir noch den Dobratsch, das ist unser Naturpark, gesehen. Und nachdem ich da ausgeruht habe, geht es dann weiter zum nächsten Punkt. Das ist die Burgruine Landskron, unser 3. Highlight heute. Und da gehen wir dann rein, schauen uns kurz um und später schauen wir, was die Makaken unten am Affenberg machen. Sehr gut, wir sind jetzt mitten in der Burg. Hinter mir ist ein Restaurant, da kann man super gut Kärntner Kasnudeln essen. Da oben ist die Adler Flugschau und hier hat man schon einen super Blick auf den Ossiacher See und den schauen wir uns heute gemeinsam auch noch an. Wir sind jetzt da vor dem Eingang zur Adler Arena. Da findet täglich 2 bis 3 Flugshows statt, wo man den Adlers auch zuschauen kann, wie sie ihre Beute ergreifen. Gehen aber jetzt runter, weil ich schon gesagt habe, ich möchte wissen, was die Makaken im Affenberg machen. Jolly. Wir sind jetzt angekommen am Ossiacher See, unserem Highlight Nummer 4. Ich stehe jetzt gerade auf einer Plattform am Bleistädter Moor und wenn wir uns umdrehen, dann haben wir einen wunderschönen Blick dorthin. Hier führt auch der Slow Trail durch mit mehreren Plattformen, wo man sich ausruhen kann, die Aussicht genießen kann und die Diversität der Tiere wahrnimmt. Ja, wir gehen jetzt auch noch eine Runde ins Moor. Und danach geht es weiter auf die Schifffahrt am Ossiacher See. Und danach kommt es zu unserem letzten Punkt, Punkt Nummer 5, Highlight Nummer 5. Und der wird richtig spannend.
bin jetzt in St. Urban am Ossiacher See und warte aufs Schiff. Weil jetzt geht es noch eine Runde mit dem Schiff rum. Super. Ja, aber dann kannst du mal eine. Ich bin jetzt am Ossiacher See Schiff angekommen. Und jetzt gehe ich noch mal ganz hoch an Deck. Genau. Links von mir sind die Ossiacher Dauern. Da ist ja die Gerlitz, da musst du später raufgehen. Das wird richtig abenteuerlich. Und jetzt genieße ich noch die Fahrt am Ossiacher See. Hinter mir sieht man auch das Ossiacher Stift, wo der Karinthische Sommer stattfindet. Da gibt es verschiedene Konzerte und Kulturveranstaltungen im Sommer. Das ist auch richtig schön. Ciao, danke. So, das war die Schiffsfahrt am Ossiacher See. Und jetzt geht's weiter auf die Gerlitzen. Ich bin schon richtig aufgeregt. So Leute, wir sind jetzt angekommen auf der Gerlitzen. Ihr seht, sie hat mich umgezogen. Wir sind mit der Gondel raufgefahren, mit der Kärnten-Card kann man da gratis rauf. Super Gebiet zum Wandern, zum draußen sein. Und im Hintergrund sieht man schon, was als nächstes kommt. Und zwar geht es heute via Tandemflug runter. Wir fliegen über den Ossiacher See mit Blick auf den Farker See, auf die Region Villach-Farker See, Ossiacher See. Und wir freuen uns schon mega. Ich bin jetzt mit Nico von der Gerlitzenalpen gestartet, im Paragleitschirm. Mega schön, wir haben die Aussicht auf den Ossiacher See, auf den Farker See, Villach, auf die ganze Region. Und genau das ist Urlaub in Kärnten. Die Burggrüne Landskron, das Bleistädter Moor, es ist richtig cool. Ich bin unten angekommen. Das war jetzt unser letzter Punkt von den 5 Highlights in Kärnten in der Region Villach-Farker See, Ossiacher See. Richtig cooler Flug. Und wenn euch das gefallen hat und ihr Lust auf Urlaub in Kärnten habt, dann abonniert den Kanal und vielleicht sehen wir uns wieder. Ciao!